Hallo Mannheim! Hallo ihr zu Hause, willkommen im ZDF in der Diskothek Broadway in Mannheim, im Radio Regenbogenland bei Chart Attack, Just the Best. Wir feiern auch heute natürlich wieder die oberaffengeile Chartparty. Live on stage bei uns heute, Fool's Garden, The Moffats. Wie ist die Party hier? Ich höre euch nicht mehr. Hallo. Übrigens, ich vertrage leider keine Kontaktlinsen, aber mein Papi hat mir von Schielmann eine Brille besorgt. Die kann man wirklich auch ganz gut bezahlen, aber man kann die leider nicht lange aufhaben, weil, schau mal, wie das aussieht, ne? Brutal. Hier ist Chart Attack Just the Best im ZDF. Radio Regenbogen-mäßig sind wir heute natürlich auch wieder ganz gut vertreten. Sie haben sich diesmal in Deutschland umgeguckt. Ihr kennt alle noch Lemon Tree, oder? Das war der absolute Mega-Hit. Sie sind überall rumgekommen in der ganzen Welt. Und ich freue mich, dass Sie heute hier bei mir in meiner Sendung im ZDF bei Chart Attack Just the Best sind. Der Radio Regenbogen-Tipp von Fool's Garden, The Principal Thing. Übrigens, in England gibt es eine Sendung, die heißt Top of the Pops. Wer da mal war, der hat es geschafft. Der ist was ganz, ganz Großes. Michael Jackson war da, Take That, The Backstreet Boys, alles Mögliche. Und wer auch noch da war, gestern Abend erst, deswegen waren sie ein bisschen im Stress, sind ein bisschen zu uns geflogen, erst kurz vor der Sendung angekommen, weil sie eben bei Top of the Pops aus London waren, Entrance. Und heute sind sie hier bei mir im ZDF. Hi. Hi, how are you doing? Kelly, how are you doing? Not too bad, how are you? Hey! Das ist Kelly from Entrance, this is Ricardo. You're a snowboarder, you wear a glass, a winter glass, huh? Okay, Kelly, Top of the Pops. We did it yesterday, we've just flown in today. Oh yeah, a little bit stressed, a little bit hard for you now, huh? Yeah, yeah, but we're having a wicked time! Yeah. Also, sie machen das alles gerne, sie machen also immer viel Spaß und so weiter. Top of the Pops is very, very big. How many times have you been there? Oh, I've been there about six times. I've been there about six times. A very big program in England, but it's really good. Also the day yesterday. Hey, waren schon sechs Mal bei Top of the Pops, ist ja Wahnsinn. But Ricardo, tell me, the first song, we were popular in Germany, der erste Song, wo populär war in Deutschland mit Entrance, it was Staying Alive, a cover from the Bee Gees. Now you do another cover. You bring it today. Yeah. Why you only present covers? Warum machen die immer nur cover hits? The reason why we do covers is because basically the music moves around in cycles. Everybody does covers, you get me? So we're just trying to take some good tunes that we liked way back in the day and, you know, bring them fresh again, like with the Bee Gees kind of thing. We took that, we revitalized it, and everywhere you go now you see the Bee Gees back in fashion, yeah. The Fugees doing the Bee Gees, you know what I mean? We take the good tunes and we just remix them and rejig them and nice them up and all, make the people happy, you know what I mean? It's like that. Also ich habe kaum ein Wort verstanden. Er mag halt auch die Bee Gees. You like the Bee Gees and all this kind. And the Fugees, they do cover also. And now you bring the next cover from Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Yeah, well, we're doing Rod Stewart this time because, you know what I mean? Rod was the original rocker, so, you know what I mean? I'd just like to say thank you to all our German fans. We just go out and buy our tune. And, you know, just make everything sweet, you get me? Alles klar, er möchte sich auch, also ich habe leider nicht so viel verstanden, macht gar nichts, ihr habt es mitbekommen. Auf jeden Fall möchte er bei den deutschen Fans sich bedanken und ich glaube, ihr gebt denen mal einen riesen Applaus. Entrance! Yeah, take it easy. Online-mäßig sind wir auch voll dabei und Internetsurfen ist ja total angesagt. Mädels zu Hause, gut aufgepasst, vielleicht seid ihr oder bist du bald meine Kollegin. Wir suchen nämlich eine Online-Moderatorin fürs ZDF. Passt gut auf. Stress yourself. Intelligent, trendy, sympathisch. Werden Sie das Webface des ZDF. Zusammen mit der Zeitschrift Cosmopolitan suchen wir eine Frau, die unseren Internetseiten ein Gesicht gibt. Schreiben Sie uns, wer Sie sind und was Sie wollen. Dazu zwei Fotos. Herr Computer zum Leben erweckt als Webface des ZDF. Schicken Sie uns Ihre Bewerbung. Der Siegerin winkt eine 14-tägige Reise mit L-Tour für zwei Personen in die Karibik. Hey, na, wie wäre das? Einfach ans ZDF schreiben. Wie gesagt, vielleicht bist du bald meine Kollegin. Ich darf ja du sagen, auch wenn die eben sie gesagt haben, ne? Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr nur noch einen Tag zu leben hättet? Also mir würde da schon was ganz Nettes einfallen, aber darüber möchte ich jetzt nicht so reden.
Vera, die Rapperin von der Gruppe, die jetzt gleich kommt, wurde von Coolio entdeckt. Da kann man sich vorstellen, was daraus wird. Hier sind sie, Basis mit Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Basis mit Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Da war so eine kleine Strophe in dem Text, so Tüte bauen drin. Das haben wir nicht nötig, ne? Ihr könnt eine Tüte holen, allerdings eine Schultüte voll mit Süßigkeiten. Das ist genau das ist angesagt. Am nächsten Samstag gibt es im ZDF Chart Attack natürlich auch wieder. Dann aber the best of. Ein Jahr lang waren wir hier im Broadway Mannheim und da waren allerhand Bands da. Seht ihr hier bei uns im Internet. Muss ich halt wieder mal unser Internet ein bisschen schmackhaft machen. Ne? ZDF.de und dann seid ihr drin bei uns in der Chart Attack Webseite. Ihr seht, wer alles da war. Blümchen, Tic-Tac-Toe, Nana, Backstreet Boys, alles Mögliche. Schaut einfach mal rein, klickt irgendeinen Buchstaben an und zum Beispiel A. Da seht ihr, wer alles da war. Aaron, Mola Adebisi, Alphaville und so weiter und so fort. Schreibt 5 Titel auf eine Postkarte, schickt sie ans ZDF, Chart Attack, Postfach 55 111 Mainz. Oder was noch besser ist, einfach ein E-Mail schicken. Da könnt ihr vielleicht noch einen super Preis gewinnen. Alles klar? ZDF.de. Okay, jetzt will ich aber noch mal was sehen. Alle Hände nach oben. Aber wirklich alle. Und jetzt schwenken wir sie. Links, rechts. Macht einfach weiter, während ich die nächste Band anmoderiere. Es ist nämlich mein absolutes Lieblingslied im Moment. Muss ich einfach mal so zugeben, warum auch nicht. Klassik meets Hip-Hop, so ein bisschen kann man sagen. Johann Sebastian Bachs Ouvertüre R. Zusammen mit Sweetbox. Everything's gonna be alright.